Da gibt es einen Redner, das wäre Herr Blödner, die Vorlage Gesamtkonzept lebenslanges Lernen würden wir vorziehen. Wenn es da keinen Widerspruch gibt, rufe ich den Topf 47 auf und Herr Blödner, bitteschön. Ja, zum Abschied ein letzter Versuch, etwas Geld und Personalressourcen für die Stadt einzusparen. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Antrag Gesamtkonzept lebenslanges Lernen ist wieder ein Beispiel, dass es kein Thema gibt, bei dem Verwaltung oder Stadtrat nicht der Meinung sind, dass man sich darum kümmern musste, ein übergeordnetes Konzept bräuchte, alles planen und lenken möchte und dafür dann auch noch Finanzmittel verteilen möchte. Es liegen vor 100 Seiten Gesamtkonzept, die wir beschließen sollen. Brauche ich lebenslanges Lernen städtisch begutachtet und gelenkt? Nein, das ist Sache jedes Einzelnen und es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Darüber sollte man sich freuen und alle Akteure einfach machen lassen. Das Konzept ist jetzt da, schade um den betriebenen Aufwand, aber mal wieder ein Beispiel, dass die Stadt definitiv kein Problem zu weniger Mitarbeiter und Ressourcen hat. Sonst würden bei der Priorisierung so etwas wegfallen oder deutlich kleiner ausfallen. Und dann soll man unter Punkt 2 eine Fachförderrichtlinie in Auftrag geben, um es umzusetzen. Auf Nachfrage schweben der Verwaltung so 500.000 Euro Budget vor. Die Haushaltssituation ist bekannt. Wo da jemals das Geld herkommen soll, ist unklar. Daher sollten wir uns von vornherein sparen, diese Richtlinie überhaupt zu erstellen. Wir werden sowieso kein Geld dafür haben. Im Unterausschuss Planung des Jugendhilfeausschusses und im folgenden Ausschussvotum des Jugendhilfeausschusses wurde der Punkt 2 entsprechend auch deshalb abgelehnt. Lieber weniger Dinge richtig machen, anstatt für alles Mögliche irgendwelche Richtlinien und Konzepte erstellen, die riesige Personalressourcen in der Verwaltung brauchen, aber absehbar keinen Mehrwert bieten. Es muss nicht alles städtisch gelenkt und geregelt werden. Da auch der Hinweis an die Bürgermeister und den Oberbürgermeister, da gibt es eine Vielzahl von Hebel im Stellenplan, um entsprechende Ressourcen für künftigen Haushalt einzusparen. Da sei auch nur mal an die Prozesse zum städtischen Bankkonzept, zum Altkleidercontainern oder zur Fußwegeplanung erinnert. Bestimmt tausende Stunden Personalressourcen innerhalb der Verwaltung verschwendet für Dinge, die deutlich kleiner und effizienter machbar sind. Mein Angebot steht auch für die Haushaltsklausuren an die Bürgermeister. Da kann man mit drüber gucken, da schaffen wir bestimmt noch ein bisschen mehr als die 150 Millionen einzusparen. Aber hier nur ein kleiner Teil, ein kleiner Bitte, um dort ein wenig einzusparen. Ich bitte um punktweise Abstimmung des Antrages und entsprechend um Ablehnung von Punkt 2. Damit zum Abschied mein letzter Versuch, Personalressourcen und Kosten einzusparen. Ab morgen bin ich froh darüber, dass ich mich nicht mehr darüber aufregen muss, dass es hier nichts gibt, für das Verwaltung und Stadtrat es nicht regeln möchten oder keine Richtlinie fassen möchten. Noch dazu in immer weiter unglaublich ineffizienten Verfahren. Vielen Dank. Okay. Gibt es weiteren Redebedarf? Das sehe ich nicht. Es ist übrigens eine Vorlage, kein Antrag. Wir würden über den federführenden Ausschussbericht entscheiden. Das ist punktweise Abstimmung beantragt. Deswegen rufe ich zunächst den Punkt 1 auf. Wer den zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 36 Ja, 13 Nein, 3 Enthaltungen so beschlossen. Und ich rufe Punkt 2 auf. Wer Punkt 2 zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 30 Ja, 18 Nein, 0 Enthaltungen auch so bestätigt. Vielen Dank. Auch vielen Dank, dass wir noch die zwei Vorlagen entsprechend vorziehen konnten. Und wir würden jetzt